Ach komm schon, Leute, wo ist denn schon wieder mein Testo-Beef? Ich brauch doch mein Testo-Beef für meine Muskeln. Merle! Merle, hast du mein Testo-Beef gesehen? Oh, oh, oh. Merle! Oh, oh, oh. Merle, was machst du denn da hinten? Was? Warum klingst du so merkwürdig? Es macht mir Prinz Albert. Was? Was? Wie Prinz Albert? Es hat mir Prinz Albert den Zunge gemacht. Merle, hör doch auf damit. Großmutter mag Prinz Albert, hat sie gesagt. Großer Gott, Merle. Muss das sein? Keine Waffen abfeuern. Ich mach da auch Prinz Albert. Komm. Nein, komm. Ich will keinen Prinz Albert. Hallo, warum hast du einen Prinz Albert in der Zunge? Hallo, mein Prinz Albert. Hast du auch einen im Schniebli? Zwei. Hör auf damit. Ich mag dich nicht, Merle. Kann dich nicht besonders gut leiden. Munitionsverschwendung, würde einer jetzt sagen. Aber ich sag, das ist das einzig Wahre. Hier, Merle. Hast du dich jetzt beruhigt? Ich kann nur noch rückwärts gehen. Ich kann nur noch rückwärts gehen. Was ist los? Oh Gott. Gut so, Merle. Gut Stopp. So. Ein kleines Schweinchen hier. Die sind doch total traumatisiert. Oh, guck mal, ich habe ein kleines Schweinchen an der Leine. Iek, iek. Naja, geht unser ganzes Geld flöten. Nein, denen geht's doch gut. Siehst du nicht, wie fröhlich und glücklich die sind? Geht's dir gut, kleine Schweinchen? Warten wir mal ab, was passiert. Hulk mögen Schwein. So, soll ich jetzt Eier sammeln oder Hulk, was? Nee, mach das nachts. Das muss man nachts machen. Die rennen sonst alle raus. Lass sie noch ein bisschen hier bimsen. Die können doch raus. Die gehen doch von alleine wieder rein. Die gehen nicht rein. Das ist längst bewiesen. Nein. Doch. Nein. Die gehen abends wieder rein, wenn du die offen lässt. Einige nicht. Einige doch, nicht. Alle. Einige bleiben draußen. Oh, hier ist ein alter Brunnen. Hast du den schon gesehen? Was? Nö, ich hab keinen alten Brunnen gesehen. Alter, hier ist ein alter Geisterbrunnen. Der, The Ring mäßig. Hast du ein Video irgendwie angeguckt in den letzten Tagen? Hat dann das Telefon geklingelt? Ja. Alter Geisterbrunnen. Ein alter Geisterbrunnen. Vielleicht kommt da der Geist der Heiligen. Der Geisterbrunnen. Weißt du, was wir brauchen? Wir brauchen auch noch hier so eine Silo-Geschichte, ne? Ja, Silo, Wasser. Und halt irgendwann die Rinder-Ranch. Die Rinder-Ranch. Muss aber ein bisschen größer werden. Ja klar, wir müssen uns erweitern. Die Leute sagen, wann ihr machen endlich Mumu-Saft. Ich weiß gar nicht, wo ist eigentlich der Benzinkanister da hinten? Okay, warte mal. Wir kriegen keine Küken. Was braucht man denn dafür? Ich meine, wir haben dieses Ovoskop, aber das Ovoskop zeigt uns doch nur, ob was drin ist oder nicht. Ja. Also würde ja gar keinen Sinn ergeben, oder? Ich weiß nicht, vielleicht muss man das auch dann raussortieren, damit die nicht die unfruchtbaren Eier rumbefruchten oder so. Ich weiß es nicht. Hm. Ich weiß auch nicht. Ich hab doch noch nie einen Bauernhof gehabt. Aber du bist doch Profi, hast du gesagt. Ich bin Merle. Ja, stimmt. So, komm mal mit hier. Ich sammle ich seit Tagen nur Holz. Merle sammelt Holz. Holz ist immer so schnell weg, ne? Das ist Wahnsinn. Klar, es geht in Holz-Simulator natürlich um Holz. Naja, es ist halt einfach die Grundlage, auf dem wir alles aufbauen müssen, ne? Das stimmt. No wood, Leben, no fun, wie man so schön sagt. Ein Leben voller Woody. Du hast einen Freund in mir. Oh, ich habe wirklich einen Freund in mir. Da war ein Freund in mir drin. Merle hat wieder Freunde in sich drin. Beim Zelten war ein Freund in mir. Gestern in Brokeback Mountain war ein Freund in mir. Brokebacky Mountain. In einem Brokebacky Mountain. Erziehungslager. Im Brokebacky Mountain Erziehungslager für junge Knaben. Bleibst du hier? Bleib. Will er direkt wegrennen. Chance erkannt, Gefahr gebannt. Was kauft denn jetzt schon wieder für Sachen? Ja, ich habe hier noch zwei Schweinchen geholt. Wir müssen die fett kriegen. Ja, das stimmt. Wir brauchen allerdings endlich Wurst. Und wir brauchen halt Milk. Ja, gut, wir haben ja gerade Schweine eigentlich gehabt durch die Fortpflanzung. Ja klar, aber das sind nur drei Stück. Wir brauchen viel, viel mehr. Aber die exponentielle Extremsteigerung, die dann entsteht. Die Frage ist, was ist das? Sind das Jungs? Sind das Mädels? Das ist auch noch die große Frage. Na gut, das sehen wir dann, wenn sie groß sind. Da haben die nicht schon so einen kleinen Zitzenbeutel? Das weiß ich nicht, ob die Zitze haben. Zitzelech ist immer, musst du immer gucken nach Zitzelech. Kleine Zitzelech? Jeder hat immer Zitzelech, ne? Fisibubele. Ich weiß nicht. Manche haben Fisibubele, manche Okay, der hat auf jeden Fall einen dicken Riemen. Könnten Boy sein. Könnten Zitzelech sein.
Alter, Big Jim, ne? Der Platzhirsch hier. Er bespringt die Bitches, hat er gesagt. Er ist voller Samen. Ich bin voller Samen. Ich bin Big Jim. Ich bin randvoll mit Samen. Big Sam. Big Sammy Samen. Big Simuel. Simuel. Hallo. Ich würde jetzt erstmal hier ein bisschen Le Pix. Oh, Sprit ist schon wieder fast alle hier von der Säge. Na, wir haben ja noch eine volle Kanne. Ja, ja. Und die Leute meinen, wahrscheinlich ist das Gehege noch zu groß. Dass sie sich nicht irgendwie vielleicht finden im Liebesrausch. Ja. Sie haben doch aber jetzt gepaart. Also sie haben gepaart. Also irgendwo passiert irgendwas. Ich bin der Meinung, einfach so viele Tiere reinstopfen, dass es unbequem für die Tiere wird. Weißt du? Dann paaren die sich automatisch. Weil, guck mal, das ist dann so eng, die sind so press auf press, dass irgendwo mal ein Schniedel in der Wuwu reinrutscht. Irgendwann passiert das schon mal. Irgendwann wird gepaart. Wie bei uns Menschen. Eben auf engem Raum. Auf engem Raum. In Quarantäne. In Quarantäne. Quarantänebabys. Bronial Nails. Ich würde eigentlich sagen, dass wir hier irgendwann mal halt unsere große Produktion reinmachen. Das wird unsere Produktionskammer, das hier. Weißt du, hier kommt dann so ein Tisch rein. Das ist die Garage da. Ja. Das wird dann wir einfach mal. Wir können halt auch selber Dinge bauen, ne? So ja, free. Aber es ist halt so praktisch hier. Free Build. Guck mal, hier kannst du. Eine Räucherlampe kannst du hier reinmachen. Vorhaltsbehälter für Käse. Vorhaltsbehälter für Fleisch. Na gut, aber die Räucherkammer haben wir doch schon im Haus. Ja, oder wir nicht? Brauchen ja noch die, aber Herdplatten kann man nicht bauen, ne? Oder kann man die kaufen? Kann man Herdplatten oben kaufen? Boah, das weiß ich nicht. Aber im Haus haben wir Herdplatten. Ja, im Haus haben wir welche. Da haben wir eine kleine Köke. Wahrscheinlich muss Daddy mal wieder ein bisschen jagen gehen. Können wir das nicht eigentlich auch verarbeiten, das Jagdfleisch? Nee, das kann man nicht verarbeiten aus irgendeinem Grund. Leider, das ging früher, aber jetzt geht's nicht mehr. Eine schöne Wildwurst oder sowas? Für so ein Wild. Überlege jetzt halt, wo machen wir denn für Kühe eine kleinere Scheune, so eine kleine Milchscheune. Wo machen wir die denn hin? Ich plane die schon mal durch. Also. Aber Automilk gibt's noch nicht, ne? Nee, Automilken ist noch nicht drin. Weil das ist immer super nervig dann. Weil dann verbringst du nämlich eigentlich den ganzen Tag nur damit zu melken. Ja klar, du bist dann die ganze Zeit am rumschmelken. Deswegen ist Züchten viel geiler. Einfach züchten und verticken. Ja klar ist es geil, züchten und ticken. Aber... Ja, machen wir so. Das wird jetzt halt nur so eine etwas kleinere Scheune hier. Ich würde sagen, so könnte man es noch machen. Ich weiß nicht, ich sehe gerade nichts. So, jetzt haben wir schon wieder ein paar Stacks Holz auf jeden Fall. Hier drüben die nächste Scheune, was hältst du davon? Ja, ist doch geil. Das ist jetzt nur so eine Zwei-Kammern-Scheune für Rinder. Ja, reicht doch vollkommen aus. Machst du auf die eine Seite dann noch den Ausgang da hinten irgendwie? Ja, da kommt ja noch so ein Freispritzgehege. Ist die da genau eben freispritzen. Aber Rinder können. Kommen nicht zurück, oder was? Wenn die gehen, gehen sie. Wie meinst du, wenn die gehen, gehen sie? Naja, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich lasse einfach da hinten das Scheunentor offen, kommen die dann auch wieder zurück? Das wäre ja verrückt. Kühe, die sich freiwillig wieder in Gefangenschaft begeben. Ne, ist ja denn in dem Fall keine Gefangenschaft, sondern nur ein sicherer Unterschlupf. Ja, aber sie werden zwangsgemolken. Bis die rote Erdbeermilch kommt. Sagst du ja immer. Merl will Erdbeerschluck. Nein. Das ist auch noch Holz, ne? Ja, ist auch noch ein bisschen Woody. Mach erstmal innen, dann müssen wir nämlich nicht. Also erstmal oben alles fertig machen, weil sonst kommt man nicht mehr so rein. Du kannst oben ja erst dann bauen, wenn unten die Balken sind. Nee. Kannst immer bauen, oder? Weil man hier drüben ist jetzt doch kein Balken. War doch jetzt auch schon Balken, Mist. Hätte ich gerne mal getestet, aber normalerweise geht doch immer. Es gibt keine Physik. Ich dachte, es wäre umgekehrt wie beim Abreißen dann. Nee, ich glaube, das gibt's hier nicht.
Aber hier ist doch egal, hier sind doch so große Durchgänge. Ja, da kann man halt so schön durchlatschen, weißt du? Muss man nicht immer außen rumlaufen. Deswegen sage ich ja, sind hier extra große Durchgänge. Ja, an der Seite kommst du ja nicht durch. Hier, zack. Ich komm da nicht durch. Hier, riesiger Durchgang. Ui. Ich bin Hulk, ich bin einfach zu breit. Muss wie so ein Krebs seitlich rein. Oben ist noch ein Dach. Ja, aber jetzt so Holz alle. War's ja. Schon wieder. Ey, das ist Wahnsinn, ne? Also Holz schluckt der richtig ordentlich hier. Der schluckt Holz. Verrückt. Gut, dann machen wir beide eine Holztour und holen beide Holz. Ja, würde ich sagen. Und wahrscheinlich auch eine Säge irgendwann mal, dass wir wirklich mit zwei Sägen, zwei Speed-Sägen. Hulk ist im Hulk-Mobil unterwegs, weil Hulk grün ist. Komm mal nach hier hinten. Es sieht aus, als könnte man hier einfach illegal Holz schlagen. Wachsen hier Bäume nach, weil hier überall so kleine Jungbäume sind? Das kann gut sein. Also ich hoffe einfach mal, das wäre sonst dumm, weil... Ich fahre jetzt richtig weit weg, richtig tief rein in die Walachei. Ja, glaub mal, da braucht man schon die richtige Baumlegetechnik auch. Das ist nicht mal eben so gemacht. Man muss da schon, was das angeht, ne, da muss man schon eine Erfahrung haben. Ja, in Latten und Stämmen bist du, macht dir niemand was vor, das weiß ich. Stammlatt. Er nannte mich Stammlatt den Großen. Er wusste mit allem umzugehen. Stämmen, Latten. Das, ich weiß, das hast du drauf. Latten und Stämme. Stammlatt der Große. Unten vom Führer kam er her. Hulk braucht keine Axt. Kann Bäume kaputt machen mit Augenbraue. Ich lufe Rick nur Hulk. So. Der ist auch ewig der Hulk, ne? Ja, wahrscheinlich. Also, so einfach kommt er da nicht mehr raus aus der Sache. Auf Lebzeit Hulk. Ja, wobei ja, jetzt die jüngere Generation wächst da raus, ne? Die haben halt Griffalofalo. Schade, dass hier Eric Banner nie der Bruce Banner wurde. Ach ja. Der wurde dann zu Dirty Joe. Die umorientiert ein Spiel rausgebracht, die Banner-Saga. Die Banner-Bananen-Saga. Banners Banane. Die Banner-Banane. Bananenene. Die Garuffalo-Riffalos. Die Garuffalo-Riffalos. Mark Ruffalo, Janine Ruffalo in Garuffalo-Riffalo. Chris macht das weg. Ah, das war geil. Oh. Was meinst du, soll ich noch eine Säge holen? Weil wir brauchen so viel Holz. Wir müssen ja auch noch hier Silo und alles bauen. Und ja, dann wollen wir irgendwie noch unsere komische Massenschlachtungsanlage und sowas alles hinflanschen. Tische kosten auch richtig viel, ne? Also ein Tisch ist 180 Holz, glaube ich. Ein Schrank. 180, ein Tisch. Schrank, 180. Ein Tisch, das war auch richtig. Die sind nicht billig. Ja, aber doch nicht 180. Das Haus hatte 180 Holz oder so. Die Scheune hat 60 Holz. Guck dir an, wie groß die ist. Die Scheune hatte 64. Moment, ich guck rein, was der Tisch braucht. Was war denn das? Das hier. Nee, 16. 16 ja, das sag ich doch. Ach, irgendwie, das wäre eben gerade richtig viel gewesen. Nee, 180 Metall braucht, glaube ich, die Windmühle. Ja gut, die besteht ja auch nur aus Metall. Ich sehe nichts mehr. Der Stapel ist so hoch. Holz ist wie the forest.
Spielen wir hier The Forest oder Ranch? Das ist Forest 2, Alter. Hui. Oh, ich hab schon eine gute Ladung jetzt hier. Oder auch nochmal eine dicke. Ich kann nichts. Ich sehe auch nichts mehr. Der Stapel ist schon zu hoch. Irgendwann wird's ein bisschen doof. Muss in die Ego-Perspektive, dann geht's wieder. komm, her damit. So, wir werden auf jeden Fall mehr Sprit brauchen noch. Geht da doch noch drauf, oder? Ein Stämmchen. Stämmele. Ja, ein kleines Stämmele. Ein Stämmele. Hast du ein kleines Stämmele gemacht? Ein kleines Stämmele, hä? Oh, Großvater macht immer große Stämmele nach Shawarma-Abend. Nach Shawarma, er macht immer einen dicken Stamm in Hose. Kleines Stämmele. Nö, krieg ich nicht mehr drauf. Den krieg ich nicht mehr drauf, du. Maximal Wutlieferung kommt. Und wenn gleich die... Alter, was ist das denn hier für ein komischer Platz? Oh, hier ist irgend so eine Teergrube. Ritualplatz hast du wieder gefunden. Der Ascheplatz von Oma. Omas Ascheplatz. Da haben wir Omas Asche verstreut. Auf einmal kam irgendwie ein Dämon. Und hat sich beschwert, dass wir Großmutter zu ihm geschickt haben. Er hasst diese Frau. Spirit, gib uns das sein. Opa wurde ein Dämon und hat uns verklagt. Weil er wollte Oma loswerden. Er hat seine Seele extra an den Teufel verkauft. Großvater wurde zu einem Inkubus. Einem männlichen Sexdämon. Das war ein Riesenspaß an Freitag auf der Party. It's Friday. Oh, ich leg dir mal hier meine ganzen Stämme hin. Ja, ja. Jetzt haben wir aber gut Holz, oder? Ja, dann haben wir erstmal ein paar ordentliche Stacks. Die bringe ich dann ins Lager erstmal. Oder beziehungsweise dann erst die Scheune fertig bauen und den Rest dann einlagern. Ja, wir müssen noch die Boxen alles innen bauen. Ne? Das wird ja auch nochmal Trog und alles. Da geht nochmal ein bisschen was weg. Wo kann man das Ding denn eigentlich stapeln? Das weiß niemand so genau. Die Pyramide des Holz. Treibstoff ist alle. Macht aber nix. Tanken wir nach. Und langsam Licht anmachen wieder. So, schau mal hier. Wie das aussieht. Oh, schön, schöner Stapel. Schön, ne? Das ist Kunst, Merle. Das ist Kunst. Hä? Leg's doch hin. Hulk. Hulk, mach eine Steuererklärung. Alles klar. Hulk zahlt doppelt Steuern. Hulk kämpfen wie 10 Männer. Hulk zahlen Steuern für 10 Männer. In Dubai kriegt man 40% Steuern auf sein Gehalt. Dubai hat gut. Sehr viel Geld. Muss loswerden an Hulk. Ist jetzt auch gleich, siehst du, 8 Uhr gleich. Da kann man schön die Hühner befreien. So, guck mal hier. Das ist Kunst. So sägt man. So sägt man hier einfach durch. Einfach durchbuttern. Die Nachbarn beschweren sich schon, dass hier nachts die Sägen laufen. Die blenden uns und dauernd laufen ihre dämlichen Sägen. Okay, hier kriege ich anscheinend keinen mehr drauf. So. Ja, das ist halt wieder richtige Arbeit, ne? Ja, vor allen Dingen, dass man da das Sägeblatt auch nicht wechseln muss. Also Warum schlafen die Hühner nicht? Wann schlafen die? Um 9? Du, das weiß ich nicht. Wann und werden die bewusstlos? Wie hast du den Sprüher eingestellt? Oh, die haben Hunger.
Uff, ich muss die unbedingt auch noch füttern dann. 9 Uhr. Müssen jetzt nicht alle ins Koma fallen? Weiß es nicht. Na, ich meine, im Endeffekt brauchen wir auch keine Küken, weil wir die ja eh nur zum Verkaufen haben wollen. Und Eier bringen deutlich mehr als Küken. Der Aufwand ist es einfach nicht wert, Hühner zu züchten. Also können wir da einfach noch 20 Hühner reinbuddern in den Stall und dann lass sie halt ja, einfach legen. Wenn die halt passen noch, ne? Das ist ja auch immer so ein... Wir bauen halt noch einen zweiten. Früher oder später bauen wir halt noch einen zweiten. Ich sammle jetzt erstmal hier die leckeren Eier ein. Schleckeier. Schlecker lecker. Das schlecker lecker. Ist es auch schlecker lecker. So. Eine Ovomaltine. Mit Malz und Kakao. Mit Malz. Das schmeckt. Noch schlechter für die Figur als der mit nur Zucker. Wow, ich hab 3 Gläser auf einmal gelöffelt und hab ja, Diabetes. Boah, ist bestimmt richtig aufgeblähten Bauch danach. Wenn so. Du 3 von denen löffelst, denkst du, du könntest 3 runterkriegen? Was, 3 Gläser Ovomaltine? Ja. Jetzt kommt drauf an, in welchem Zeitraum, aber ja, ohne Probleme. Ja, ich meine jetzt so hintereinander. Ja, müsste schaffen. So normale ich mein, Gläser, klar. Aber du hättest Sodbrennen oder sowas, ne? Nee, denkst du nicht? Bist hart im Leben, was es angeht. Hast dich drauf trainiert. Milchprodukte sind, mein Körper verbraucht im Endeffekt nichts anderes mehr. Alles, was nicht Milch ist, kommt direkt wieder raus. So, Tür 1 ist hier drüben. Eine Tür auch noch. Ey, wir brauchen Türen und wir müssen noch den Zaun machen. Du bist ja Zaunkönig. Sollen wir schlafen gehen oder was? Hast du Eier gesammelt? Gefüttert? Klar, gefüttert noch nicht. Kannst du machen. Wasser und Ding unten, Trog rein. Wo ist denn hier ein Sack da? Sack, Sack, Sack in den Trog. Mach mal la, Sack. La, 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 la. Das ist für Wasser und das ist für Futter. So. Water, Futter. Kein Mur da, kein Fuhr da. Oh, die Schweine sehen aber alle sehr, sehr hungry aus, die kleinen Babys. Schweinisch. Oh, es ist auch kein Essen mehr bei den Schweinen drin. Wir brauchen viel mehr Essen, Junge. Wir brauchen viel, viel mehr Essen. Und Wasser auch bei den Schweinen rein. Ich fütter jetzt mal die Schweinis, indem ich hier ein bisschen Essen reinmache. So, da habt ihr ein bisschen was, ihr kleinen Lustschweine. Das Schwein rutscht in die Freiheit. Siehst du das? Ja, was ist da los? Ich tue nur so, als würde ich schlafen. Auf Wiedersehen, ihr Idioten. Geisterschwein, Geisterschwein. Wo nein. Du hin, Schwein? Nein, wir haben dich durchschaut, wie es rennt. Erwischt. Es gibt keine Freiheit für dich, Schwein. Leg dich lang. Krass, ne? Es wollte einfach sich so rausstehlen aus der Affäre. Das Schwein wollte sich einfach stibitzen. So, Freunde, wir sehen uns aber wieder in der nächsten Folge. Ja, das tun wir bestimmt. Lasst eine kleine Bewertung da. Auf Wiedersehen und tschüss! Seid keine Schweine.